Hallo und willkommen bei den Spielinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut zu Türchen Nummer 9. Gestern habe ich, glaube ich, mit der Tür irgendwie ein bisschen geirrt. Da habe ich, glaube ich, irgendwas von 9 oder 8 gequatscht. Keine Ahnung, gestern war eh der konfuse Tag, kann man sagen. Heute, das ist der konfuseste Kalender überhaupt, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung, behaupten. Gestern waren wir irgendwie etwas aufgewühlt. Keine Ahnung, weil wir uns vielleicht heute auf unseren Gast gefreut haben. Ich habe es ja angekündigt. So wie ich sagen, es ist genau. Andreas Steiger, der heute gleich für uns ein Rätsel machen wird. Ein bisschen bei euch die Spannung steigen lassen. Nochmal der kleine Hinweis, ja? Genau, bevor wir da überhaupt hinkommen. Okay, ja, ich möchte nochmal euch drum bitten, wenn unsere Spiele bei euch schon angekommen sind, denn die verschicken wir schon fleißig, poste das gern in Social Media, wir würden uns freuen, wenn wir sehen, dass die Sachen sicher angekommen sind, verlinkt uns dazu einfach irgendwie mit @diespiele-dinos, dann sehen wir das Ganze. Die Spiele, die wir jetzt die letzten Tage gewinnen konnten, die möchte ich euch nur ganz kurz vorstellen, dass ihr so ein bisschen seht, was ihr verpasst habt, dass es sich lohnt, hier auch mal reinzugucken. Genau, wir hatten hier ein Beer and Bread mit einem lecker Apfel-Dreier-Stängchen. Ein Honeycombs, die sieht man jetzt hier nicht. Anschluss, wo sind da Äpfel? Dann geht es doch um Bier und Brot. Falsches Spiel. Aber ein Honeycomb-Apfel-Dreierstängchen war hier natürlich mit dabei. Das wird versendet. Dann gibt es einen glücklichen Gewinner von Terra Nova. Oder Gewinnerin. Von dem Feierabend Terra Mystica Ableger sozusagen. Genau, und zu guter Letzt das Türchen von gestern, die Episode 1 von Vengeance von Taverna Ludica. Also ein bisschen was für auf die Mütze geben, sich ein bisschen durch Sachen durchschnetzen. So. Heute haben wir gesagt, haben wir Andreas Steiger bei uns als Gast, aber bevor der kommt, haben wir gemerkt, ihr seid ganz schön kreativ, was eure Kommentare angeht. Wir lesen die so gut es geht mit, ist natürlich bei so 300, 400 Kommentaren am Tag gar nicht so einfach, das Ganze zu lesen, aber wir haben gemerkt, ihr reimt scheinbar total gern, denn ja, wir haben zu kreativ. Applecheck einen Reim von euch gefunden, den möchten wir euch vorlesen. Und er heißt, ich weiß jetzt echt nicht, ob er seinen Namen extra deswegen geändert hat oder ob er wirklich so ist. Meister Felfre hat geschrieben, ihr wollt mich veräppeln und nicht verpflaumen, drum drücke ich mir heute selbst die Daumen. Der Rosenberg, der wird es wissen, ohne ihn würden wir dieses Spiel vermissen. Kommt heraus aus eurem Dino-Eck und spielt eine Runde Applecheck. Also wirklich der Hammer. Super. Also einfach echt, mal so flupp raus. Ich denke mir immer, oh, mein Kopf ist leer. Wie kann man so geil reimen? Kreativ, das macht uns mega Spaß, das durchzulesen. Wie gesagt, wir schaffen leider nicht alles, aber wir versuchen wirklich viel durchzulesen und auch auf das ein oder andere zu antworten. Andreas Steiger wird gleich das Rätsel machen, aber vorher, was könnt ihr gewinnen? Zum einen fangen wir mit Andreas Steigers Spiel an. Ihr könnt nämlich sein Spiel gewinnen. Ein Targi, ein Zwei-Personen-Spiel, welches bei Cosmos erschienen ist und vom lieben Andi. Genau, es ist ein Zwei-Personen-Spiel und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe selber noch nie gespielt. Aber Andi hört jetzt weg. Ja, Andi hört weg. Es geht um Datteln, da hat die Kira ja auch mal einen Beitrag dazu gemacht. Also es ist sehr Targi-Andi geprägt, dieser Kalender, haben wir schon gemerkt. Aber Angelo kann euch bestimmt dazu sagen, was man da so macht. Genau, man hat da immer so Spielfiguren, mit denen läuft man immer hier so einmal in dir. Also sobald da, wo die sich schneiden, also treffen, da darf man quasi die Aktion ausführen. Da kriegt man dann neue Ressourcen, man versucht Zielkarten zu erfüllen. Also ein wirklich schönes Spiel, ich gebe es zu, ich habe es auch nur einmal gespielt, dank der lieben Eva, die gesagt hat, Junge, du spielst es jetzt. Ihr könnt aber noch zusätzlich zu dem schönen Tagi vom lieben Andi, könnt ihr noch eine bunte Blume, also eine Ressourcenschale, ein Ressourcenschälchen-Set der Brettspiellösung gewinnen. Die kann man hier aufmachen, die haben einen Deckel. Da könnt ihr passend in das Gelbe zum Beispiel Goldmünzen reintun, in das Orange könnt ihr bei Terraforming Mars benutzen und so weiter. Das Ganze könnt ihr stecken und wieder zusammenstecken, entstecken und wieder zusammenstecken. Das muss ich kurz in die andere Hand nehmen. Das gibt's heute zu gewinnen. Wie ihr das gewinnt, wird euch Andi jetzt sagen. Und da warten wir dann natürlich am Ende des Videos auf eure Rätselantwort. Andi, deine Bühne. Hallo Clemens, ich bin's, Dr. Melano von der Beziehungsberatung Bergrose. Wir hatten ja besprochen, dass ich mich mal nach dem Date gestern erkundige. Ja, ist super gelaufen. Okay. Aber dein Gegenüber war etwas zugeknöpft. Clemens, kein Problem. In dieser Phase der Beziehung ist das vollkommen normal. Da ist wichtig, dass du selber deinem Gegenüber Zeit gibst, dass du dir Zeit nimmst, ja. Dass du Zeit schenkst, also Zeit ist da ein ganz, ganz existenzieller Teil in so einer frischen Beziehung.
Genau. Ja, und dann wirst du merken, dass dein Lebensplan, dein Lebensspielfeld sich nach und nach füllen wird mit Anekdoten, mit schönen Erlebnissen. Ja, wie ein Mosaik. Nee, besser noch wie ein Flickenwerk an Schönheit. Gut, ganz voll wird es natürlich auch nicht immer, das ist schon eher selten, aber dass viele Teile da wirklich schön gefüllt werden. Genau, richtig, gemäß unserem Motto, always on the lookout for joy, love and happiness. Genau, hast du dir gemerkt. Gut, richtig. Ja, genau, die Gage, wie immer, also so 25 Euro um den Dreh, ne, würde ich dann verlangen. Alles klar, Clemens, freut mich, ich melde mich morgen wieder. Bin gespannt, wie es weitergeht mit dir und deinem neuen Schwarm. Tschüss. Wieder mal zwei Menschen glücklich gemacht. Ja, vielen lieben Dank, Dr. Melano, oder auch besser bekannt als Andy. Ja, man hat gesehen, er hat natürlich schauspielerisches Talent und das kommt nicht so von ohne, denn in seiner Freizeit macht er gern Krimis und zwar Impro-Krimis. Wir waren jetzt auch erst bei einem und wir hatten einen Heidenspaß. Es ist einfach unglaublich, was er da einfach so aus dem Hut einfach so rauszaubert. Ja, es ist der Wahnsinn. Ich glaube, so Impro-Theater ist wirklich nicht einfach. Da gibt es kein Drehbuch. Die Zuschauer sagen einfach, das ist die Rolle desjenigen und man merkt es Andi an. Er hat sich hier in die Rolle von Dr. Melano hineinversetzt und hat hier ein kleines Gespräch mit Clemens geführt. Ich denke, die Hinweise sollten ausreichend sein. Ist natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller, aber wenn ihr das ein oder andere Schlagwort googelt, da bin ich mir sicher, da kommt ihr drauf. So, nochmal, es geht um Targi, es geht um die bunte Blume von der Brettspiellösung. Wir drücken euch jetzt die Daumen, wir sagen toi 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 und dann sehen wir uns morgen früh zum nächsten Video einfach wieder, oder? Natürlich, oder? Heute Nacht sogar um 0:01 Uhr. Ist ziemlich früh. Also, gute Nacht und bis denn. Ciao.